Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Ark. Zuletzt sind wir stehen geblieben. Wir haben die Burg besucht. Wir haben unseren Adler mit Chitin, Keratin einmal vollgestopft. Ja gut, haben da eine Fackel gesetzt in der Hoffnung, dass da nichts mehr nachspawnt. Vielleicht können wir irgendwann mal uns da ja eine zweite Base bauen. Zack, zack, bisschen Schattenboxen kann auch nicht schaden. Ja, was passiert jetzt? Ich habe immer noch keine 20 Eier. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich die Vivern ausbrüten soll. Und ich würde sonst sagen, wir können erstmal unsere Base weiterbauen. In der Zwischenzeit müssten wir auch ein bisschen Stein und Metall gefarmt haben, so dass wir hier auch genügend Ressourcen zum Weiterbau haben. So, wie sieht es denn hier aus? Wir haben hier einen tollen Aufgang über das Tor, können hier rüberlaufen. Ja, wie gesagt, wir sind zwar alleine auf dem Server, also es kommt keiner und macht uns Ärger. Nichtsdestotrotz, es soll hübsch aussehen und das ist mir wichtig. Und hier ist immer noch Baustelle. Das soll sich ändern. Apropos ändern, es soll sich auch ändern. Wir brauchen auch noch ganz viele Eisenbarren. Wir gucken mal, wie viel haben wir denn jetzt? Och, das ist ja lächerlich wenig. Ja, das ist wirklich lächerlich wenig. Ich würde sagen, wir ziehen uns nochmal Metall aus der Pumpe, was auch nicht viel ist. Und dann würde ich sagen, entweder holen wir uns nochmal Metall von der anderen Seite. Zumindest sollen die Dinger hier laufen. Wir brauchen die, um nachher irgendwann den Industrial, nicht den Grinder, den Industrial Forge zu bauen. Und ich glaube, die braucht 2.500 von den Metallbarren. Und das ist tatsächlich viel, um es mal vorsichtig zu sagen. Tralalala, so. Ich möchte aber nicht mein ganzes Metall jetzt hier einschmelzen, weil ich ja noch ein bisschen basteln will hier. So, ein bisschen basteln zum Beispiel hier. Eine Treppe hoch? Ne, das ist auch doof. Ich will hier keine Treppe hochbauen. Höchstens eine Treppe hier 1, 2 und die dann hier unten auslaufen. Und die Palme ist, das könnte ich machen. Wir setzen hier erstmal eine halbrunde Sailing und eine gerade. So, das. Wir machen erstmal ein bisschen was. Ich glaube, die hier. Die ist garantiert falsch, aber ich glaube einfach erstmal an mich. Und die hier. Wie gesagt, so richtig durchgestiegen, wann ich welche Sailings benutze, ich habe es bis heute nicht. Seht ihr? Und schon haben wir wieder genau das, was irgendwie nicht passt. So. Nichtsdestotrotz, die hier wird passen. Wenn ich die jetzt hier setze, ist die auch nicht richtig. Und wenn ich die hier setze,
Eben hat er sie gehabt. Eben hat er einmal den. So. Und dann bitte dahin. Bitte frag mich nicht wie, aber irgendwie hat er das gedreht. Ich hasse das, wenn du das nicht, dich nicht auf sowas verlassen kannst. Oder manchmal auch denkst, warum? Warum nicht mit Logik? Okay. Ja, wunderbar. Ich hinterfrage das jetzt auch nicht weiter. Ja, hier im Hintergrund hört man natürlich bei mir hier wunderbar die Flugzeuge starten. Das ist der Nachteil, wenn man in einer Einflugschneise lebt. Damit muss man leben, wenn man hierher zieht, weil die Dinger fliegen seit über 80 Jahren und ich kann mich nicht über Fluglärm beschweren, wenn ich nach dem Flughafen hierher gezogen bin. Tun zwar trotzdem welche, aber ist nicht mein Stil. So. Was machen wir als nächstes? Die Pumpen pumpen. Metall und Steine habe ich vorhin abgezweigt. Was hatten wir denn überhaupt noch? Öl. Ich könnte mal wieder Öl abzweigen. Und ich könnte bei Zeit noch mal eine Obsidianpumpe bauen. Pump. Obsidian könnte ich sogar sofort herstellen. Mache ich auch. Wir haben ja hier hinten auch noch eine Ecke, wo wir was setzen wollten. Guck mal, ein Hohlraum. Das ist gar nicht massiv, ne? So, und hier versuchen wir jetzt. Die Pumpe reinzusetzen. So, wichtig ist mir, dass der Kram nicht rüber guckt und dass wir das hier nachher schön zukriegen. Das sieht schlank aus. So. Das heißt, wir können die hier auch verkleiden. Vielleicht sogar, ich habe da eine Idee. Wie weit gehe ich hier raus? Naja, ich könnte auch bis hier 1, 2. Also von den Dingern nehme ich hier mal drei Stück. 1, 2, 3. Hier schließen wir die komplett geschlossene Wand. Ja, das kriegen wir hin. Ich habe eine Idee. Mach mal auf. Mach mal hier auf. Geh auf Herstellung, Strukturen, Wände. So. 1, 2, den davon. Dann hätte ich gerne so ein Abschlussstück. Davon zwei Stück. Und dann hätte ich gerne Roof. Ruf, da. Guck mal, ob ich hiervon drei Stück bauen kann. Oh, mal den Architekten für Arme machen hier. Wie jetzt?
Ding muss ich ja auch noch weiterbauen. Oh Mann, ey. Egal. Tür zu, Klappe tot. Nee. Klappe zu, Affe tot. So war das. 6. 7. Und ich müsste dann nach oben. Das passt hier rüber. Auch und jetzt lalala 5. Und schwupp haben wir ein ganz flaches Pumpenhäuschen. Das andere da hinten ist etwas höher. Haben aber hier den Vorteil, die Pumpen, wenn ich Glück habe, guckt die auch nicht übers Dach. Macht sich gut da drin, ne? Ja. Ich könnte die auch noch komplett schließen, wenn es mir total peinlich ist, dass ich hier mit Pumpen arbeite. Aber egal, es ist shit happens. Ne? Ich meine, wenn ich das jetzt alles per Hand bauen würde, dann wäre es mir auch zu doof. Dann würde jede zweite Episode hier laufen, darin ausarten, dass ich hier permanent versuche euch zu zeigen, wie ich das Ding hier am Farmen bin. Guck mal, wir haben hier Fleisch. Ich brauche das hier eigentlich gar nicht. Öl, das ziehen wir mal. Knapp etwas über 8000 Öl haben wir. Ja, das nimmt sich. Ach, wie sieht das denn überhaupt hier mit schwarzen Perlen aus? Der Gardener auch und Element. Läuft. Wie sieht das mit dem Narko-Bärchen aus? Quatsch, ich will die nicht herstellen. Dödel. Wolke anklicken. Ein Objekt anklicken. Wolke anklicken. Ja. Narko-Bärchen. Ziehen wir und stellen dann auch gleich hier Gift her. Ich würde sagen, Gift ist hergestellt. Wir können ein bisschen giftigeres Gift herstellen. Hallo? Achso. Trank Plus hiervon. Wie viel denn? 43. Wir können auch hiervon welche herstellen. Sind auch so One-Hit-Dinger. Aber wir bauen hiervon mal. Sauer. Ja, wie geht's weiter? Ein Blick auf die Uhr verrät erst eine Viertelstunde um. Ich denke, jetzt die Episode zu beenden ist eigentlich ein bisschen albern. Ein bisschen was wollen wir ja noch erleben hier. Wir gucken hier noch mal ein bisschen raus. Was haben wir gemacht? Wir, oh, da hinten läuft was. Ein Dodo. Okay. Dodo darf Dodo sein. Wir gucken uns nochmal nach Hakle und Zewa. Wie geht's den beiden? Na, ihr zwei. Ich hebe euch nicht auf.
Ja, ihr freut euch, ne? Ihr seid auch so kleine Knuffels. Hab ein bisschen was von meiner Katze. So. Toilette. Was habe ich noch? Ich habe noch Fleisch in der Tasche. Das möchte ich natürlich nicht mit mir rumschleppen. Das kommt hier alles in die Kiste. Da können sich dann die Dinos dran bedienen. So, lasst es euch schmecken. Wie sieht denn das überhaupt hier mit Gemüse aus? Apropos Gemüse. Das war das Stichwort. Gemüse. Meine Schnecke frisst ja keine Beeren. Die frisst ja Gemüsekuchen. Und damit die mir nicht verhungert, muss ich hier ab und an ihr auch mal so einen Gemüsekuchen liefern. Weh dem, der den richtig per Kochzutaten zubereiten muss, dann ist nämlich nichts mit Schneckenzähmen. Also die Kibbelstation, ich gebe zu, die ist eigentlich ein Cheat. Aber so viel Hunger hat meine Schnecke noch gar nicht. Dennoch würde ich sagen, gebe ich ihr mal ein bisschen Leben. So, ihr Hühner hier, halt mal still. So, was ist mit dir hier? Sollte ich die umbenennen? So, das hier ist mein Männchen. Ich kann den mal. Den nennen wir mal Hector. Und die Hühner. Da weiß ich jetzt auch nicht. Wenn wir die hier fertig haben, müssen wir nachher mal noch so einen Hühnerstall bauen hier, wo die sich zurückziehen können. Geschissen haben sie jetzt auch schon wieder. Ich will auch mal was essen. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Basebau. Da oben muss ich auch noch die Dings vollenden. Und hier muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich habe gerade eine Idee. Oh ja. Ich brauche eine Tür. Herstellung. Strukturen, Wände. Ich hätte gerne eine klassische Tür. Und dann hätte ich gerne. Ja, die dazu passende Tür natürlich. So, da machen wir mal Inventory. Davon hätte ich gerne eingesetzt. Dann hätte ich gerne hiervon die zwei. Ja, das mit den Palmen.
Ist nicht schön. Dann hätte ich gerne hier von die 2. Und jetzt aber nicht lachen. Setzen wir hier eine Tür hin und können dann uns hier irgendwie an den Palmen vorbeischleichen, um dann hier oben weiterzubauen. So, und jetzt bin ich echt am Überlegen. Es gibt keine schrägen Treppen, aber ich könnte hier eine Treppe hoch machen. Hier unten ist eine Ausweg. Oh Mann, das ist. Ja, ist blöd gebaut, muss ich echt sagen. Ich habe da so ein bisschen. Egal, ich werde jetzt erstmal von den Dingern hier oben alle zusetzen. Habe ich da oben die Tür eigentlich reingesetzt? Nee, ne? Ich habe einfach nur den Türrahmen gesetzt. Natürlich. Ich wundere mich schon, es zieht. So, auch hier, Disable, Auto-Opening und dann machen wir sie wieder in Obsidian. Sieht schick aus. So gefällt mir das. Schön im Gästezimmer. Ein toller Blick in den Hof, zu den Dinos, zu den Pumpen, die natürlich nicht da sind. Also ich habe nichts gesehen. So. Und dann tap, 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 tap. Battlements. Wir brauchen Battlements. Und dann die Looped. Wie viele? Ich würde mal 10 Stück bauen. Und mal gucken. Wir setzen die jetzt erstmal nach oben hin. Ja, hallo. Es ist schlechtes Wetter. Ein Loch im Himmel, da strahlt Licht durch. Komme ich da jetzt hoch? Naja, so vielleicht nicht, aber... Ich finde schon einen Weg. Fünf. Hier übers Dach komme ich nach oben. So. Ja, und damit haben wir hier eigentlich einen ganz ansehnlichen Übergang geschaffen. Suboptimal sind die Palmen, die ich hier habe, aber das ist nun mal das Problem, was ich hier immer habe. Eine Palme könnte ich fällen. Die andere möchte ich nicht fällen, weil das ist einfach cool. Wie gesagt, ich liebe das ja hier wirklich unter Pflanzen zu siedeln. Und das Ganze auch ein bisschen begrünt zu halten. Oder einen großen Stein in der Mitte zu haben. Ja, wie sieht's aus hier? Zack, zack. Hier müsste ich jetzt auf der Innenseite nur noch die anderen Battlements setzen. 1, 3, 4, 5, 6. Ich guck mal.
bauen wir einfach mal. Dann gehen wir hier zurück. Dann gebt mir mal nochmal hier die Savings. 1, 2, 3, 4. Ist jetzt nur geschätzt. Wir gucken uns das mal an. Das ist nicht das, was ich wollte. Inventory. Nein, nein, nein. Ex. So, Inventory. Ich wollte die anderen Battlements haben, genau. Ein weiter hätte ich noch setzen können. Schon cool. So, so. Ja, und hier hätte ich nachher weiterbauen können. Mit den Sailings. Aber da werde ich dann hier anders bauen. Ich könnte mir hier vorstellen, ja, ich bin noch so uneins. Ich möchte nämlich gerne hier so ein Tor setzen und hier die Treppe hoch. Das wäre auch möglich. Sieht jetzt komisch aus, ist aber nicht komisch, weil ich mir da schon was ausgedacht habe. Auch hier würde ich gerne nachher noch ein bisschen was anders machen. Es ist so eine ungenutzte Ecke hier. Fällt gerade was ein. Es gibt doch hier Strukturen. Ivy. Hanging Ivy. Sailing. Und Slooped. So, wir machen mal Folgendes. Wir packen mal uns hier ein bisschen Grünzeug an die Wand. Efeu. Ja, das hat schon was. Und hier kann man nachher so schön durchgehen. Tap, tap, tap. Und hier wieder raus. Und ich möchte hier einen Bogen. Halt. 6. Hier kommt ein Bogen hin. Einen Bogen, Herstellung, Strukturen, Wände. Ein Bogen, was fehlt mir? Metallbahn. Guckt, ich verbrauche hier gerade fröhlich unsere Ressourcen. Ich glaube, ich ziehe mir wirklich gleich Metall und dann werde ich die hier kräftig in den Dingern verheizen. So. Guck, die Sonne scheint auch wieder. Ja, und hier kommt eine Treppe hin. Treppe.
wird dann zwar frei im Raum stehen, erstmal. Aber da lasse ich mir noch was einfallen. So. 6. Nee, nicht 6. 5. Genau, hier haben wir jetzt noch ein Loch, aber da lasse ich mir was einfallen. Schön gemacht. Gefällt mir. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Und mal gucken, ob ihr nächstes Mal wieder einschalten wollt. Ich würde mich freuen. Lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Ich freue mich. Bis demnächst.